Grati. Du hättest übrigens auch ruhig runterzählen können, damit ich auch rechtzeitig drücken kann, du Fiesling. Entschuldigung, ich dachte, das wäre Ja, auch offensichtlich. von mir ein feierliches Hallo. Irgendwo mitten in seiner Anrede ging das Ganze dann auch los, wenn ich hier saß und mir dachte, ah, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Der Shit. Ghosty will mich nur schon wieder ärgern. Wie immer. Das macht er gerne. Kann ich nachvollziehen. Ich ärgere auch gerne andere Leute. Außen lässt sich immer so schön ärgern, also von da an. Was? Ich mich ärgern lassen? Nein? Würde ich doch Nein, nie tun. Überhaupt nicht. Bei Internet da auch von einem kommt der mal so, oh, Heine, der Ghost hier ärgert mich immer. Oh, Mann. So. So, jetzt haben wir alle festgestellt, Ghost hier ist ein mieses Stück. Ich bin ein Arschloch, genau. Arschloch und Spaß dabei. Ja, sicher. Ohne Spaß macht's ja auch, ja. Das ist wie Mutant und Stolz. Ja, das würde ich jetzt ein bisschen anders bewerten, aber wenn du das so siehst, werde ich dir da nicht widersprechen. So, endlich mal ruhig auf gegnerische Panzer schießen. Oh, Robert ist aber ganz schön mutig. Ist wieso? Also da ganz alleine stehen. Aufpassen, dass sie nicht wegpushen. Meiner! Da. Es hat ihn netterweise jemand im Zurückfahren gekettet, sodass ich schön auf seine Unterwanne nochmal den letzten Schuss geben konnte. Ach, der Panzer 1C wurde erwischt, upsie. Ich finde das immer schade, wenn die in anderen Sprachen flamen, dann verstehe ich gar nicht, was die sagen. Ja, dann lernen es doch. Es gibt viel zu viele Sprachen, in denen die hier flamen. Da haben die russischen und amerikanischen Servers tatsächlich einfacher, da wird meist nur eine genommen. Ja, kriegen wir noch ein PS7? Verdammt. Ich glaube, Totali Norbi verstehe ich sogar noch, was das sein soll. Bin ich am WZ 120 hinten am Arsch gebounced. Wow. Na komm, hey, IS-4. Gib Gummipanzer, ich will hier hoch. Da gibt es Dinge zum Zerstören. Oh. Ah, jetzt kommt da hinten ein E100 wieder. Das ist nicht so schön. Meine. Er hat auch noch die kleine Gun. Der E100 hat eine große hier. Nein, nein, der Centurion. Der E100 ist ja ganz da hinten. Das ja, was war das? E49? Ich glaube, der 120 hat übrigens noch keine große. Oh, der E100 hat mich nur gekettet. So ein Unglück, aber auch. HC dürfte wahrscheinlich seine Heat-Munition sein, oder? Los geht's. Keine Ahnung. Es ist golden unterlegt, also denke ich jetzt mal, dass er da gerade mit Heat nur meine Kette erwischt hat. Ja, ha-ha. Das ist. Leider hat er die Badget die gleiche Idee wie ich. Das heißt, sie wird wahrscheinlich mehr des Schadens, den ich der jetzt entsteht, abbekommen. Schießt wirklich mit Heat. So ein Schelm aber auch. Der ging voll durch ihre Panzerung. Mal den E75 retten. Wirkungstreffer. Und der Ehrenrad ist auf die Badget. Mir geht's gut. Komme ich nicht ran, ohne mich komplett aufzumachen. Wir haben übrigens deren Basis leer geräumt und kommen dann jetzt mal zur Hilfe. Das ist doch mal was. Hier ist ein völlig sinnbefreiter Stellung. Die R7 kettet mich auch nur mit Goldmunition. Und der hat wenigstens APCR. Oh Mann. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. So, mit Kettentreffern habe ich in diesem Match ja gerade echt richtig Glück. Was? Nur 200? Das geht. Ich fahre hoch auf die ES7.
Wenn ich sie denn hier hinter die ganzen Wracks überhaupt finde. Hi, ihr Sieben. Nein, du fährst jetzt nicht weiter zurück, da habe ich was dagegen. Wow, ich wurde von unserem eigenen T49, die Kette wird weggesplasht. Oh Mann. Ach, das war doch eine schöne Runde. Dafür, dass du mir so wenig Zeit zum Vorbereiten gelassen hast, hat das tatsächlich ziemlich gut geklappt. Naja, kann ich von dir nicht behaupten. Ich denke mal, heute ist Docs großer Tag. Also zumindest mit, die Runde war wirklich dieses, okay, ich habe keine Ahnung, was passiert, es geht alles zu schnell, wir fahren erstmal los. Ich mache das schon irgendwie richtig. Und bis ich Zeit hatte, darüber nachzudenken, was ich mache, habe ich eigentlich schon ganz ordentlich gespielt gehabt. Naja. Da kann ich mich nicht beschweren. War bei der Runde ausnahmsweise nur mit AE geschossen. Die ganzen Sidescraper war ein bisschen eng halt. So. Oh, Ensk. Ja, die hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ich glaube vorgestern oder so das letzte Mal. Oh, du Armer. Ah, nicht genug war ich. Wieso Armer? Die kann nicht oft genug kommen, die Map. Delirium Checks. Ist das wohl eine andere Bezeichnung für zu viel Wodka? Wie Wodka, das geht. Naja, wenn du in die Leere angekommen bist, würde ich behaupten, es war zu viel. Ghost, die wärst du so freut, mich erst durch die Lücke zu lassen. Ich glaube, ich bin ein Stück schneller als du. Ah, fahr ruhig. Danke. Ein bisschen. Los geht's! Was ist eigentlich Jum 80? Der Reserve-Clan, meines Wissens nach ziemlich bollwerkaktiv, wobei ich da in letzter Zeit selbst nicht so aufgepasst habe, aber halt vor allen Dingen der Bereich, wo dann die Jumbo-Spieler, die halt mal eine Auszeit brauchen, hingehen, neue Leute rantrainiert werden, halt der Zweitclan. So gesehen, so. Halber Ausbildungsclan. Ja. Also ich weiß, dass sie lange Zeit sehr aktiv im Bollwerk waren und auch sehr gut waren. Ich weiß aber nicht, was da aktuell der Stand ist. Ich bin halt in letzter Zeit nicht so aktiv in World of Tanks gewesen. Dementsprechend kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber ich weiß halt, dass wir zeitweise sehr aktiv im Bollwerk waren. Ja, das habe ich auch mit jemandem mitgekriegt. Jetzt kommt da noch ein 113er, der mir wehtun will. Wo schieß ich denn hin? Oh Mann, ohne Kopf, ohne Sinn, Verstand, aber losgeschossen. Oh, ich sollte mich mal anwinkeln, mein Tor. T34, steh mir nicht im Weg, danke. Ah, das war leider kein so guter Start für eine Runde, den hätte ich deutlich vorsichtiger angehen sollen. Aber dafür habe ich jetzt einen Kill. Und keine Deckung mehr vor dem E100. Und werde von hinten und... Wow! Conqueror von hinten. Ja, ich habe ein bisschen zu... Ich habe in dem Moment tatsächlich zu schlecht auf die Map geguckt und gar nicht mitbekommen, dass wir von hinten so überrannt werden. Die sind da ja komplett außen vorbeigefahren. Ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil ich mich zu sehr auf vorne konzentriert habe. Fuck, war das schlecht in der Runde. Rechts ist übrigens gleich neben dir etwa ein 110er und ein E100, Heidenherz. Ja. Ey, was ist das? 113er. Könnte auch sagen, wir sind hier völlig sinnlos umstellt. Ja, die überrennen uns gerade voll. Okay. Und ich war auch zu doof, es zu merken. Ey. Ach. Rechts ist eine IS-3, ja, 4. Ja, ich hab's gesehen. Und ein Objekt. Ach. Das kommt leer schneller nach. Mit Gold, die ist hier. Ey, egal, bin eh tot. Das ist völlige Sinnlosigkeit. Ja. Also muss man sagen, das war für den Gegner eine sehr gute Kombination aus wir stellen uns doof an und die rushen uns halt komplett. Das haben die gut gemacht. Naja, was soll's.
Huch, wo bin ich auf dem Desktop gelandet? War nicht beabsichtigt. Naja, macht nichts. Naja, OBS zeichnet trotzdem auf. Genau, und das nächste Mal wird's vielleicht der Browser, nicht der Desktop. Ich weiß nicht, also OBS würde meinen Desktop halt einfach nicht sehen, sondern es würde halt einfach das WOT-Bild dort gefrieren. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Wupp-da, 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 wupp-da. Gott, war das ein Massaker. Und so ein richtiges. Ja, das muss man den Gegner lassen. Das haben die ziemlich gut gemacht. Ist nochmal mit ihm. Gegner loben nicht eigentlich etwas kontraproduktiv? Nö, wenn die Gegner gut sind, sind sie halt gut. Das ist nun mal so. Ich find's eher schlimm, wenn man halt ein Matchup hat, wo man verliert, weil das gegnerische Team einfach besser ist. Aber dann Teamkollegen hat, die im Chat unheimlich auf dem eigenen Team rumflamen müssen, wie scheiße sie das sind. Es gibt dann einfach Matches, da ist der Gegner einfach besser. Das passiert. Das kann man ja auch mal anerkennen. Ja. Ja. Ach, ihr habt schon was gewählt. Nein, ja. Wir tun nur so. Wir gucken eigentlich noch Ghosties bei Desktop an. Nee, nee, keiner schaut, sieht mein Desktop, wenn ich aus Versehen auf den Desktop draufklicke. Nur wenn ich's will. Die nackten Pokémon will keiner sehen. Verständlich. Ja. Pokémon sehen angezogen auch viel besser aus. Du hast schon mal welche nackt gesehen? Nein, du wüsstest. Weißt du, in meiner Anfangszeit in World of Tanks, da waren hier ganz wilde Dinge unterwegs. Oh. Ach, das ist doch mal eine tolle Map für mich. Das ist allgemein eine tolle Map. Mal gucken. Oh, wie läuft's mal jetzt? Ich bin 50 bei mir. Wupp da, wupp da, wupp da, wupp da. Mindestens 2000 Schaden will ich hier auch schon rauskommen. Jagt ihr gerne mal 3 oder 4. Ich werde übrigens in die Stadt fahren. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber hinten stehen ist nicht so meins mit diesem Panzer. Bei Jagd muss ich halt gucken. Ja, ich bin Heavy. Heavy muss in die Stadt. Ich dachte, du bist ein Hyper-Derp-Tank. Ich lasse euch mal alleine. Irgendwie sowas in der Richtung. Probier mal Glück mal hier oben. Ich fahre hier natürlich mit einem ultraschnellen Speed lang. Vrön, vrön, vrön. Ja, 38 km/h, da kann man kaum hinterher gucken. Ich komme auf 39 bergab. Wow. Und ich habe eindeutig die bessere Motorleistung als du. Definitiv. Das Gemeine ist, du hast einen Reventur, du konntest also zur Not meinen Motor ganz einfach ausbremsen. Na, muss ja nicht. Sehr gut. Der Ghosty hätte ich sofort gemacht. Vollkommen verständlich. Ja, immer auf die kleinen. Mhm. Genau, immer auf die kleinen dicken Panzer, die sich nicht wehren können. Genau. Wow, unser T71 ist der Hammer. Da hinten steht garantiert irgendwo ein gegnerischer Scout, aber er vermutet, dass der T30 ihn aufgedeckt hat, weil das ist der einzige, den er gesehen hat, also muss das ein Hacker sein. Weil das ja auch so einfach funktioniert. Hallo, Arti. Hallo, Nanaloa. Und die IS-3 sieht das gleich genauso. Wow. Wow. Problem ist halt, geht nichts auf. Doch mit euch nur mitgefahren. Da ist doch was offen. Unten. Ich meine so gegen Mitte. Hol ihn dir, Doc. Erledigt. Da hinten ist noch was. Ein T32, das ist jetzt nicht so beeindruckend. Ich fahre da mal ein Stück weiter. Und lade dann nach. Dann war ich auch noch offen.
Komm mit. Ach, da ist nur noch der Ruder unten. Nein. Da gehen wir auf Scoutjagd. Komm noch mal vor. Wir haben sie böse erwischt. Wirkungstreffer. Das muss wehtun. Boy, wir haben schon wieder zu viel. Ah, klar, abgeprallt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Es klang schon. Er hat nicht mit Heat geschossen, es klang aber so. Naja, ihr könnt ebenfalls nicht von einer Artis beschossen werden, die haben mich gerade so schön lieb, also. Kann ich verstehen, wir haben dich ja auch lieb. Ja, das ist eine andere Art und Weise von Liebhaben. Ja, das ist so sicher. Boah, T-34, du Idiot. Geh da weg. Ich hole mir jetzt den M103, dann habe ich meine Ruhe. So. Erwischt. Down. Und nachladen. Und ich treffe ihn natürlich nicht. Und bam. Jetzt, das musste doch wohl sein. Hallo, Arti. Das war keine Arti. Oder? Doch nicht. Das war ein Kinderwerfer. Ja, das macht auch große Löcher, aber es ist keine Arti. Ja, hab ich was verwechselt. Verständlich, das ist ja auch, ist ja auch ziemlich ähnlich vom Kaliber her, aber es ist keine Arti. Ja, im AMX, fahr weiter zurück. Hat bis aber du mit Premium High geschossen, also von da an. Verständlich, das Ding ist mit Premium High auch am stärksten. Und jetzt hat die Arti auf mich geschossen. Fährst zurück, sehr gut, dann gucken wir. Ich möchte noch, dass wir die Arti werden. Der Kinderwerfer. Naja, kann ich aber nicht bestätigen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie. So. Oh cool, bin tot. Sie haben die Seeschlitze getroffen, kann nichts mehr sehen. Was, du bist tot? Wieso bist du jetzt schon wieder tot? Ja, noch nicht, aber jetzt gleich. Winkelspiegel repariert. Definitiv. Noch hast du Luck. Die Ketten, Schüsse, die Ketten fliegen bei dir. Aber wir gewinnen das, trotz eines dummen Kampfes im Cap, wo ich aus Versehen sondern auch unseren eigenen Teamkollegen erwischt habe, gewinnen wir das. Yay! Hey, ein toller Tagessieg mit 0 Schaden. Wow. Yep. Das erinnert mich an eine T-54 Lightweight-Runde. Ja, ja, an T-30 zweimal abgeprallt, einer, glaube ich, das ging noch daneben oder so. Oh, ich habe Schaden gemacht, sehe ich gerade. Wow, und ich habe wie zoll habe ich 5 Kills gemacht? Was zoll habe ich gekillt? Da kann ich mich, oh, tatsächlich krass. Ja, und aus Versehen den Teamkollegen erwischt. Ja, was soll's. War das jetzt eigentlich schon Match Nummer 3 oder? Ich glaube ja, oder?
Ja, glaube ich ich habe keine Ahnung. Hab ich mitgezählt. Sagen wir einfach ja, wir sind bei 20 Minuten, das passt für eine Folgenlänge, oder meinst du nicht, Ghosty? Ja, passt schon. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.